Heute bin ich mal wieder endlich auf dem Weg zur Bayerischen Schanz und dort treffe ich mich endlich mal wieder mit dem Ausreiter. Und ja, von dort aus wollen wir dann ein bisschen zurückfahren Richtung Rhön, durch die Rhön. Und aber bei irgendwelches belangloses Zeug schwätzen. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute Bayerische Schanz endlich mal wieder. Bisschen was mit dem Ausreiter treffen, bisschen schnacken, vor allen Dingen unterwegs. Endlich mal koppeln und die aufmerksamen Zuschauer werden jetzt sagen, wieso Bayerische Schanz, du bist doch hier da unterwegs wie immer. Ich habe mal wieder vergessen, die Anmoderation und sowas zu machen auf dem Weg dahin, dort weg, wie auch immer. Deswegen muss ich das jetzt da hier nach der Fahrt wieder mal nachholen. Aber wir schalten jetzt einfach mal um. Ich hoffe mal, dass irgendwas von unserem Geschwätz so ist, dass wir es zeigen können. Und die Landschaft dort sowieso sind ein bisschen durch die Rhön gegurkt. Also viel Spaß. Und jetzt haben wir alles. Kannst du es fassen? Es ist schön, das mal mit anzusehen. mich nervt das ja auch immer zum Kotzen ist das. So, halbe Stunde später und schon kann es losgehen, du. Erschreckend. Da ist er ja. Wie hast du das am Rucksack da festgemacht? Ich habe jetzt einfach so ein Pad mal dran geklebt. Und das hält. Das musst du mir jetzt dann sagen, ob es hält. Deswegen sagte ich ja, also du bist jetzt dafür zuständig zu gucken, wenn es runterfällt, mir Bescheid zu sagen. Also Jungfernfahrt oder was? Nee, ich hatte sie schon mal dran, aber da hatte ich sie noch einfach mit dem Brustgurt sozusagen. Und hat den Brustgurt einfach auf den Rücken gemacht sozusagen. Ja. Also jetzt hier mit dem am Rucksack dran ist tatsächlich Jungfernfahrt doch. Wie war dein Anflug jetzt gewesen? Hat gut geklappt? Ja, war richtig, richtig gut. Mit der XSR 900 war ich ja auch hier im Spessart und der Spessart, der mausert sich irgendwie gerade hier zu meinem Lieblingsmittelgebirge. Richtig gut. Taunus bin ich halt auch einfach durch. So, gibt bestimmt noch kleine Straßen, die ich noch nicht gefahren bin, aber da muss ich nicht hin. Vogelsberg ist ohnehin. Da sind dann nur die Raser unterwegs. Ja, das ist nichts. Das sind so die Dinger, wenn du dann mal eine Zeit lang gefahren bist, dann hast du halt irgendwann einfach mal alles, was so in 100 Kilometer Umkreis ist, sozusagen, das hast du dann halt irgendwann mal weg. Ja. Aber diese kleinen Sträßchen, das ist ja genau das, was ich liebe. Ja, ich bin ja auch immer lieber auf den ganzen kleinen Gassen unterwegs. Je kleiner, je besser. Und da darfst du auch ruhig mal ein bisschen holpern zwischendurch. Das ist schon okay. Aber ja, wie gesagt, das hat man dann irgendwann doch alles abgeklappert. Ja. Und dann wird es halt auch immer schwieriger, weil du musst dann immer länger fahren, um erstmal wieder in eine Ecke zu kommen, wo du noch nicht so oft warst. Ja. Und dann hast du halt so diese typischen Strecken bis zum Abwinken schon gefahren. Aber, naja, nur bei mir sieht man damit auch seine Kilometer zusammen. Ja, so ist es. Hier finde ich es immer wieder so abgefahren, wenn du zwischen diesen zwei Häuschen durchfährst. Ja, das stimmt. Direkt an der Hauswand entlang. Und was soll es heute geben beim Luis? Ich brauche neue Sommerhandschuhe. Ah. Wobei eigentlich brauche ich auch neue Winterhandschuhe, weil die sind auch leider alles andere als wasserdicht. Das ist ein typischer Fall von kaufst du günstig, kaufst am Ende zweimal. Doppelt. Ja. Wobei, so, das sind so Büse-Dinger gewesen, die sind auch relativ warm, aber
eine halbe Stunde Regen schaffen die auch nicht. Bin ich ein bisschen traurig. Und die Handschuhe, die ich jetzt hier im Sommer habe, ich liebe die eigentlich total. Die sind ja auch ein bisschen ausgeblichen, ein bisschen alt, aber funktionieren ganz gut. Aber so nach, weiß ich nicht, 2-3 Stunden kriege ich so ganz raue Handflächen. Okay. Und ja, da will ich mir mal was gönnen. Nächste Woche will ich den Schwarzwald nochmal unsicher machen. Mhm. Und da habe ich dann auch wieder viel zu viele Kilometer in die einzelnen Tage gepackt. Und dann wäre es ganz cool, wenn die neuen Handschuhe mich dann auch schön sanft durch den Tag begleiten. So, jetzt muss ich gucken. Ach nee. Sah nämlich aus, als ob wir gerade andersrum nicht fahren könnten. Mhm. Das passt ja. Das ist hier meine übliche Strecke sozusagen. Dann geht's wieder. Ja, ich habe ja auch am liebsten meine ollen, verranzten, einfachen Lederhandschuhe an beim Fahren im Sommer. Ja. Die können halt gar nichts. Die haben auch keinerlei Protektoren drin oder sowas. Ist nur, wenn es mal umgeht, dass es nicht gleich die Tapete abschürft. Aber sonst können die nichts. Aber auf die stehe ich ja total. Und jetzt im Moment habe ich ja wieder die an. So Vanucci-Dinger, die halt diese eingenähten Fingerspitzen haben, dass du Handy bedienen kannst mit. Ja. Die sind soweit eigentlich recht schick, aber ja, da muss ich mich immer so ein bisschen reinzwängen, um erstmal durch den Eingang durchzukommen. Sonst passen die wie angegossen, aber sie gehen nicht so schön schwuppdiwupp schnell an- und ausziehen wie meine anderen. Ich weiß noch, in der Fahrschule bin ich mit so, ja, alten und viel zu dicken Motorradhandschuhen, die ich noch von früher hatte, als ich Roller gefahren bin. Und da kam ich eigentlich die ganze Zeit nicht mit zurecht. Und dann habe ich mir ja 2 Tage vor der Prüfung so ganz dünne, also die ich jetzt auch habe, ganz dünne geholt. Und dann hatte ich plötzlich ein Handling in der Prüfung. Das war irre. Hätte ich das mal vorher gemacht, aber ich kam nicht auf die Idee. Ich dachte, das wäre halt einfach normal. Ja. Aber das war ich bin jetzt schon einige Motorräder gefahren, aber das Fahrschulmotorrad, das war so eine CRF, glaube 500 von Honda. Also völlig ausgelutscht und ganz schwer in die Gänge schaltbar. Weiß ich nicht, ob man sowas in der Fahrschule dann den Leuten anbieten sollte. Ich glaube eher nicht. Nein. Kleine Herausforderung, dann ist alles nachher einfacher. Ja. Ich bin ja hier zu Beginn der Pandemie, bin ich ja überhaupt nicht gefahren. Ja, ich ja auch nicht. Also, ich habe sehr lange verkniffen sozusagen. Ja. Da ist so ein bisschen das Feuer auch ausgegangen tatsächlich. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber ich habe echt gezwungenermaßen Abstand bekommen zu dem ganzen Thema. Und es hat lange gedauert, bis das wieder richtig losging, so emotional. Oh nee. Total interessant. Das war bei mir nicht. Bei mir war es wirklich so, die ganze Zeit wirklich nur mit den Hufen geschart. Ja. So nach dem Motto, ein-, zweimal irgendein kleines Ding bin ich dann gefahren, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, weit hinter meinem üblichen zurückgeblieben. Aber sobald es dann wieder einigermaßen ging, wurden auch gleich wieder Meter gemacht bei mir, du. Ja. Und das hier ist sowas, was ich vorhin gemeint habe mit Zielstrecke. Ja. Das lässt sich zwar noch recht schön fahren, ist aber mir eigentlich zu wenig Arbeit. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Man braucht was zum Rausbeschleunigen. Weil ich ja auch echt gestaunt habe, als ich von der XSR 900 dann wieder hier auf das alte Eisen gestiegen bin. Dann dachte ich, ich würde einen PKW hinter mir herziehen. So hat sich's angefühlt. Ja. Finde ich ja auch bei mir immer lustig, weil viele sagen, oh, wenn du da diese viele Probefahrten machst, ist das nicht schwierig, da so sich so schnell und kurz auf irgendein anderes Motorrad einzustellen.
Lustigerweise fällt mir das in den meisten Fällen eigentlich recht einfach. Ja. Und ich habe dann eher wieder Probleme, wenn ich auf meine zurückgehe. Ja. Dass dann erstmal wieder ist alles am Hakeln und dann machen, bis ich mich wieder eingerollt habe, so ein bisschen. Ja. Schon recht lustig. So, jetzt kommst du dann gleich auch in den Genuss von dem Fotospot, wo jeder erstmal herhalten muss, der mit mir hier fährt. Ja. Der Dotzer wird dann gleich wieder sagen, und auch wieder ein Vogel abgeschossen, weil wo mich mit ihm hier lang gefahren ist, war lustig. Einmal war ich ja zu ihm runtergefahren und dann sind wir ein bisschen spessert gefahren. Ja. Und wo ich dahin gefahren bin, hat mich ein Vogel angeflogen. Da oben auf der Burg, da machen also vor der Burg machen wir dann gleich mal ein Bild. Ja. Und da hat mich ein Vogel angeflogen. Der hat mich also wirklich hier an der Schulter getroffen und ist da abgeprallt. Und wo er dann im Gegenzug mal hier war und wir sind hier gefahren, hat man halt da oben auch ein Bild gemacht und dann sind wir halt weiter Richtung Kissingen gefahren. Und wir fahren oben aus dem Ort raus und da kommt auch wieder ein Vogel im Sturzflug auf mich zu und wenn ich den Kopf nicht so zur Seite gemacht hätte, wäre der mir voll von Helm geklatscht wieder. Und seitdem fragt er Michel dann jedes Mal, wenn er ein Bild von da oben sieht und sagt dann, na, wieder ein Vogel angeflogen. Ja. Ja, theoretisch kann man da auch oben auf den Hof fahren. Mache ich nur meistens nicht und kann auch, glaube ich, auf den Turm hochklettern. Aber das ist mir meistens zu viel Aufenthalt. Ich will ja fahren und nicht stehen. Ist aber schön hier. Ja, das ist ja auch das Kurbad Bad Kissingen. Das ist Bad Kissingen? Nein, nicht Bad Kissingen, Bad Brückenau. Bad Brückenau? Brückenau, wow. Deswegen hier darfst du auch von 22 Uhr bis 7 Uhr nicht mit dem Moped langfahren. Da ist gesperrt, weil hier die Kurgäste dann gestört werden. Wir fahren zumindest mal so ein bisschen Richtung Kreuzberg. Mhm. Aber hochfahren werden wir nicht, weil lohnt sich eigentlich nicht. Ja. Da du dir ja jetzt nicht so standesgemäß so einen schönen Liter Kreuzbergbier reinpfeifen kannst, ist das halt relativ sinnlos, weil hochfahren A ist es immer knüppelvoll. Ja. Und eigentlich müsste man dann, also ich bin immer nicht der Typ, der da so dreist in dieses Durchfahrt verboten hochfährt bis oben hin. Da gibt es immer wieder welche, die machen das, aber da kneife ich dann immer und dann müsstest du schon mal 200 Meter laufen, bis du überhaupt oben am Kloster bist. Ja. Wie gesagt, da ist immer alles voll und dann nochmal die 100, 200 Meter richtig den Berg hoch bis zu den drei Kreuzen. Ist jetzt meistens auch nichts, was du so gerne in voller Motorradmontur machen willst. Ja. Aber zumindest hast du ihn jetzt schon mal aus der Nähe gesehen gleich. Und was das hier oben immer gleich auch an Temperatur nachlässt, du. Ja, ist Wahnsinn. Wir sind jetzt schon nur noch bei 15 Grad. Ich meine, wir sind jetzt ja auch 690 Meter. Ja, wenn du jetzt rechts hoch guckst, das ist dann sozusagen Kreuzberg. Das heißt, da wo die sich jetzt so schön hochquälen, ja. Da kommt noch so ein richtig knackiger Anstieg. Da ist dann oben das Kloster. Okay. Und dann kannst du halt wirklich noch mal ganz komplett auf den Berg hochlatschen. Und da sind dann obendrauf diese drei Kreuze, so in der Nähe von dem Funkmast, den du da jetzt siehst. Ja. Und da gibt es das gute Kreuzbergbier. Aber Skifahren kann man ja auch. Ja, wobei in den letzten Jahren ist es halt schon recht anstrengend für die. Gibt keinen Schnee, ne? Ja. Das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Das erste Mal bin ich Motorrad gefahren in Erlensee auf dem Honda-Testgelände. Okay. Fahren ohne Führerschein hieß das. Und da haben sie uns auch erklärt, wie das mit der Blickführung funktioniert. Okay. Und dass sie auch gesagt haben, ich kann ja schlecht jetzt hier Kopf nach links machen, um da irgendwie die ganze Zeit auf den Kurvenausgang zu gucken. Und dann war ich so überrascht davon, dass das halt wirklich genau so funktioniert. Ja. Und immer dann, wenn es jetzt
ihr die Möglichkeit gibt, das dann auch wieder zu machen, muss ich daran denken. Das war dann auch, ich habe ja sozusagen Führerschein, was damals die mit 16 den 1b, mit 18 den 1a gemacht und sowas, ja. Ne? Das war ja bei uns auf dem Dorf die Fahrschule und da wusste ja jeder, dass du im Prinzip schon in Anführungszeichen fährst. Ja. Ja. Dementsprechend war das einfach nur Pflichtstunden abreißen. Und so richtig Motorradfahren gelernt habe ich ja eigentlich nie. Wo ich jetzt wieder Einstieg gemacht habe, habe ich ja dann auch bei Harley mal diesen Wiedereinsteigerkurs mitgemacht und dann auch irgendwann mal das richtige Fahrsicherheitstraining beim ADAC. Und da waren dann auch Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört vorher, so nach dem Motto. Ne? Und da auch dieses mit der richtigen Blickführung und sowas. Und hast das halt erstmal auf dem Platz geübt, aber das war schon anstrengend. Aber dann, wo ich da diese Runde mit Navigon da in den Alpen gedreht habe bei denen und bin da wirklich diesen Col de Tirini runter im Zickzack. Und das war dann sozusagen Blickführungsbootcamp für mich. Das war richtig geil. Da hast du das aber echt gemerkt, dass das so funktioniert und auch wirklich so sein muss, in Anführungszeichen. Ja. So, mal gucken, ob der Holzberghof uns gnädig gestimmt ist. Und hoffentlich auch nicht so überfüllt. Da war ich ja gerade an der Bayerischen Schanz überrascht, wie wenig los war. Ja, da war es echt dünn, muss ich sagen. Da war mir gestern, wo wir da mit der Fahrradtour unterwegs waren, da ist eigentlich noch nicht mal eine richtige Kneipe. Das ist nur so ein bisschen so ein Kiosk, der halt vom Rhön-Club betrieben wird oder so. Ja. Aber da war die Bude rappelvoll. Oh, Wahnsinn. Oh, guck mal, wie schön. Ja, wart's mal ab, wenn du vorne ankommst. Viele Autos. Geht aber noch. Ne? So, und jetzt Blick nach hinten und dann sag mal, ach wie schön. Eieiei. Wow. Das hast du sehr gut ausgesucht. Ja, das macht immer was her. Das letzte Mal war ich mit dem Michel dann auch hier gelandet. Ja. Mit dem Dotzer. Ja. Mit dem wollte ich eigentlich gegenüber, da ist so ein mehr primitives Rotsee ist das und da ist so eine Fischerhütte. Ja. Da gibt es halt ein bisschen einfachere Sachen, da wollte ich mit ihm hin. Und das Geile war, eine Woche vorher war ich noch mit meiner Frau zum Wandern gewesen hier. Und da sind wir da vom Rotsee losgelaufen und hier so eine Runde. Weil hier in dem Tal hier unten gibt es auch noch so ein bisschen Wasserfall und so. Das ist ja immer komplett meins. Und da war noch alles okay. Und die Woche drauf, wie gesagt, komme ich mit Michel hier hin. Fahr da zum... hinten die Osmo Pocket gibt jetzt einen Geist auf dem Strom. Schade. Komm hier lang mit Michel. Und wir fahren zum Rotsee hin. Und da haben sie den See komplett abgelassen. War auch leer. Alles klar. Da hatte sich das Thema so ein bisschen erledigt erstmal. Ja. Und gleich fängt ja auch der bombastische Teer an. Ja, das ist stark. Und schon geht's los. Das ist mein Lieblingsschild hier.
das würde, glaube ich, wirklich als Rennstrecke durchgehen. Nee, das ist wirklich eine. Ja? Ja, so. Das ist von so ADAC-Bergrennen machen die hier im Moment. Ah. Oder ich weiß nicht, wie lange sie es jetzt schon nicht mehr machen oder ob es überhaupt noch stattfindet, aber das war hier so eine Bergrennstrecke vom ADAC-Renncup. Ah ja, krass. Aber so, das kommt doch immer geil, oder? Ja, das ist richtig stark. Ah, stehe ich schon drauf. Obwohl ich mittlerweile auch nicht mehr, weil der Holzberghof, wo wir eben waren, der ist ja direkt hier an der Straße, ne? Ja. Und das geht hier halt eine ganze Zeit lang und ist halt beschränkt auf 80. Früher bin ich das lieber gefahren. Mittlerweile muss ich sagen, so lange auf den 80, auf so einer schönen geraden Strecke, übersichtlichen Strecke, das ist dann doch so ein bisschen zu viel Überwindung. Normalerweise fahre ich auch öfters mal da hoch und dann machen wir da oben am Roter Kuppe, heißt das, Stopp. Ja. Da ist direkt unterm Turm ist auch so ein Parkplatz und dann kannst du auch noch da hinten runterfahren, durch Rot durch, da ist, die haben auch eine Brauerei. Okay. Und dann kommst du eigentlich auch hier runter, aber jetzt nehmen wir mal hier die Ecke. Da geht es dann auch an der Thüringer Hütte vorbei, auch ein sehr beliebtes Ziel oder ein Startpunkt für Wanderungen hier oben. Also das sind schon einmalige Straßen hier. Das ist schon geil. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt waren es dann doch zwischendurch ein paar Ecken zu viel. Ja. Und geradeaus siehst du schon wieder Wasserkuppe. Ja. Das finde ich auf den Videos immer so schade. Weißt du, wenn ich so fahre, egal aus welcher Ecke ich immer komme, wupp, siehst du irgendwo geradeaus vor dir die Wasserkuppe, weißt du, von sämtlichen Richtungen. Ja. Und jedes Mal denke ich so, ah, guck mal, Wasserkuppe. Und wenn ich mir dann das Video angucke und zeige so, oh, Wasserkuppe. Und du denkst nur so, hä, wo denn? Das ist echt ätzend. Musst du mal reinzoomen und Pixelschlacht liefern. Ja, und das war es dann auch gewesen für heute. Ich habe jetzt ja gerade den Thomas noch in Fulda beim Luis abgeladen, wo er noch ein bisschen shoppen kann. Und ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich fand es eine richtig nette Aktion heute. Und ja, viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Herrliches Wetter zum Fahren, an die 20 Grad rum, war echt angenehm. So kann man das ruhig mal lassen. Ja, und mir bleibt dann
wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.